So, Dille, wunderschönen guten Tag. Nachdem ich mir ja jetzt dann noch ein paar Stunden, wie ihr seht, Abstand zum Spiel genommen habe, hoffe ich, dass ich heute vorwärts komme, oder das heißt vorwärts komme, überhaupt Fortschritte habe in dieser Make-Anything-Machine. Das hat ja beim letzten Mal nicht wirklich gut geklappt, also gestern. Und hoffentlich klappt das heute besser. Ich habe mir mal ein bisschen Abstand genommen, ein bisschen überlegt. Und wir löschen einfach erstmal alles, was wir hier fabriziert haben. Beim gestrigen Stream. Starten also quasi nochmal bei Null, wenn man so will. Ja, natürlich das Ganze auch hier auf der Ebene. Und zunächst einmal würde ich anfangen mit etwas Kleinem. Das heißt, ich suche mir zunächst einmal den Punkt aus, wo ich überhaupt meine Windmühlen herkriege. Meine Windmühlenteile. Dementsprechend löschen wir dieses hier und gucken nach einer guten Windmühlenlage. Im liebsten etwas, wo zwei Windmühlenteile schon mal sind. Weil da weniger bearbeitet werden muss, um eben mein Ziel zu erreichen. Und anschließend werden wir anfangen, die Lager einzurichten. Um das Ganze dann am Abschluss erst, ganz zum Schluss, zu verkabeln. Weil ich glaube, das wird der komplizierteste Teil. Das heißt, glauben, ich bin mir sehr sicher, dass das der komplizierteste Teil sein wird. Weil ich da ja schon so ein paar Probleme mit hatte. Das ist leider abgerundet. Schade. Ich habe schon gedacht, wir wären schnell fündig geworden. Da soll ja auch eingeführt werden, so eine Suchfunktion. Die hätte ich jetzt gerne. Immer wieder abgerundete Seiten dabei. Hier ist auch eine abgerundete Seite. Ich habe sicherlich irgendwo eine alte Windmühlproduktion oder hätte eine gehabt, wenn ich sie nicht gestern gelöscht hätte. Wieder nur ein Teil. Weil leider ist die Windmühle ja die einzige Form, die nicht vollständig spawnen kann. Man kriegt vollständige Kreise, Vierecke und Sterne, aber Windmühlen können maximal aus zwei Teilen hier bestehen. Hier zum Beispiel. Leider ist die Quelle sehr klein. Was haben wir denn hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ich denke, da kann man was mit anfangen. Eventuell. Ganz kurz gucken. Okay, machen wir 5. Ne, wir machen 6. Genau, dann haben wir hier 2 Quellen, die rausgehen. Ich weiß, dass aktuell es auf 16 Items begrenzt ist, aber ich denke, dass das mit Fortsetzen und besserer Qualität meiner Teile eben auch steigt. Und damit haben wir jetzt hier wenigstens schon mal ein paar Ausgänge. 1, 2, 3, 4, 5. Theoretisch brauchen wir nur 4. Ich denke, 4 reichen. Und zwar machen wir uns Folgendes. Wir machen uns hier eine kleine Doppelte im besten Fall, oder? Wir machen uns 2 Produktionen, in denen gecuttet wird. Und zwar müssen wir mal ganz kurz schauen, wie wir das Ganze anordnen werden. Ich werde hier 2 Laufbahnen machen, die jeweils nur 4, glaube ich, blockieren oder benutzen. Macht sicherlich mehr Sinn. Hier kann hin, also müssen wir hier immer jeden zweiten platzieren.
Noch ein. Wir brauchen immer vier. Weil aus zwei nebeneinander dann eine Produktion für Dinge entsteht. Und das müsste die rechte Seite sein, oder? Die gute ist, genau. Das heißt, die Seite wird jemals gelöscht. Wir lassen... Wir könnten die eine rechts, die andere links rumdrehen. Und zusammen müsste das jetzt hier eigentlich mein Ding ergeben, oder? Genau. Damit bekommen wir die raus. Eventuell verdoppeln wir das nochmal. Oder wir lassen das so. Ginge sicherlich beides. Ich glaube, wir führen die nach oben und machen dann hier eine Viererspur draus, oder? Ich brauche eine möglichst große Quelle davon, um immer den Nachschub generieren zu können. Deswegen machen wir das so. Machen wir davon drei Spuren. Dann haben wir drei Spuren, die allesamt die schönen Windmühlen für mich erstellen, die wir dann alle zusammenführen können. Und jetzt brauchen wir den Ort, an dem wir damit arbeiten. Ich habe hier irgendwo Kreise gesehen. Guck mal, wir sind nah an unserer anderen Fabrik dran. Hier sind Kreise. Vierecke sind wir sicher auch irgendwo. Die könnte man sonst genauso herstellen. Und gleiches gilt für Sterne. Das heißt, wir markieren uns hier mal ganz kurz die Windmühlen. Damit wir den Marker haben. Hier könnten wir uns das Sektor dasselbe machen. Hier können wir dasselbe machen. Ja, machen wir es doch so. Guck mal, wir kopieren uns das. Stellen uns hier Vierecke her. Stellen uns hier Sterne her. Dann haben wir das wunderbar überall. Ist die richtige Seite ausgewählt? Kriege ich da Sterne oder kriege ich Vierecke raus? Nein. Okay. Wir müssen es genau drehen. So, den darüber. Den einen nach darstellen, sonst wird das nichts. Jetzt sollte theoretisch hier Vierecke entstehen. Genau. Einmal alles weglöschen. Zack, zack. Zack, zack. Und alles wieder verbinden. Und einfach, weil wir es können, machen wir hier schon mal jeweils ein Zwischenlager rein. Wir sind hier bei derselben Seite wie bei denen. Nein, das müsste direkt richtig hinhauen, hoffe ich.
Kriegen wir hier Sterne? Wir kriegen Sterne. Perfekt. Und weil wir halt die Kreise schon instant hier bekommen, brauche ich dafür gar nicht anfangen, irgendwas Großartiges zu machen. So, wie weit sind wir denn vom Hub entfernt? Ich glaube, wir sind gar nicht so weit entfernt. Aber das ist optimal. Mir wurde ja der Tipp gegeben, wir sollen relativ nah an dem Ding bleiben. Am Spawn. So, wir machen uns hier nochmal ganz schnell die Marker hin, damit ich das alles wiederfinde. Okay. Im Prinzip brauchen wir, weil es natürlich gesagt wurde, es macht mehr Sinn, zuerst zu färben, dann zu schneiden. Wir brauchen auf jeden Fall eine Mischanlage. Wir brauchen Farben. Das macht Sinn. Wir haben ja alle drei nebeneinander, was mir gut gefällt. Wir müssen daher nur aufpassen, dass wir alles gut miteinander verbinden. Und da muss eben auf die Kabelführung bzw. auf die Tunnelführung muss dann geachtet werden. Machen wir uns hier mal so eine kleine Mischstation. Eine relativ einfache. Wir fangen hier wahrscheinlich logischerweise mit Cyan an. Brauchen wir so ein paar Aufteile. So, so. Durchziehen, durchziehen. Den rüber. Tun wir hier Tunneln. Lager setzen wir, glaube ich, eher oben ran. Passt das so? 1, 2, 3, 4, 5. Hier mal ganz schnell die Outputs hinstellen. Und es sollte durchfeuern und mir Cyan machen. Genau. So. Dann machen wir hier neben auch gleich noch ein kleines Zwischenlager für die reinen Farben, für Grün und Blau durch. In die wir halt direkt einfach nur alles reinpumpen, das ist ja kein Problem. Wunderbar. Damit haben wir hier die Zwischenlager. Dasselbe machen wir jetzt mit Rot und Grün. Setzen wir einfach hier unten hin. Oder sogar auf dieselbe Höhe. Die Teile geben wir dir noch. Und natürlich hier die Verbindung erstellen. Damit haben wir hier Gelb. Was wir hier ebenfalls brauchen, ist eine reine Rotspeicherung. Und jetzt brauchen wir noch eine Weißfabrik und eine Magentafabrik. Die fehlen auch noch. So. Magenta bringen wir hier rüber. Die hier dicht machen. Okay, dann haben wir hier die einzelnen Farben. Ich glaube, es wäre schlauer, die nicht direkt nebeneinander zu machen, wenn sie gemischt werden. Also nicht hier blau reinzumachen, sondern rechts vielleicht die reinen Farben, links die gemischten Farben zu machen. Aber ist jetzt auch nicht so tragisch. Das kriegen wir schon hin. Jetzt machen wir noch einen kleinen Weißmischer hier nebenhin. Wo wir das, was hier rauskommt,
direkt mit dem nächsten mischen müssen. Aber wir müssen ihm auch die Chance geben, weiter zu marschieren, zum nächsten zu kommen. So, hier geht eine Grundfarbe rein, hier geht eine Grundfarbe rein, hier geht eine Mischung rein, hier geht eine Grundfarbe rein, die durchzieht. Macht es Sinn, die Mischung hier auch durchzuziehen? Eigentlich nicht. Ich denke, wir können das direkt hier verbinden. Und kopieren einfach dann diesen Teil hier rüber. Nein, warte. Das klappt so nicht. Zunächst einmal muss hier die Verbindung natürlich stimmen. Die Grundfarbe, die hier reinkommt, muss hier rüber teleportiert werden. Also brauchen wir hier an der Stelle auf jeden Fall einen Tunnel. Hallo Hannes! Ja, ich habe gestern versucht, den ersten Schritt auf die Make Anything Machine zu setzen, aber es ging total in die Hose. Und ich habe da jetzt mal ein bisschen Abstand genommen und jetzt versuche ich das Ganze eben im neuen Anlauf. Ich habe gestern immer ein wenig die Wires so ein bisschen verstanden, aber auch nicht sehr weit und deswegen alles gelöscht und nochmal von vorne angefangen. Und jetzt versuche ich hier die Weißproduktion möglichst gering, also möglichst einfach zu halten. Ich glaube aber, ich muss das Ganze trotzdem eins nach rechts ziehen. Ich glaube, das geht sonst nicht. Was geht bei dir, Hannes? Dann können wir nämlich hier einen Tunnel reinsetzen. Den reinsetzen und dann wieder einen Tunnel starten. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, bringen wir noch einmal rein. Hier und hier. So. Jetzt müssen wir nur noch eins machen. Und das ist das Ergebnis. Entsprechend rausfiltern. Beziehungsweise verbinden. Am logischsten wäre alles hier nach rechts zu ziehen, glaube ich. Den ziehen wir straight rüber. Ich bin mal gespannt, ob das am Ende so funktioniert, wie es soll. Aber jetzt ist aktuell sowieso nur der Vorlauf quasi. So. Jetzt bringen wir da Blau und Grün rein. Na ja, komm. Nehmen wir gleich den besseren Tunnel. Weil ich dann bis hier rüber komme.
Immerhin, er überlagert mir links schon mal das Cyan. Das gefällt mir. Jetzt kommt hier noch die Rot-Geschichte an. Sodass meine Weißproduktion läuft. In der Theorie. Jawohl, Weiß sammelt sich. Dann haben wir hier alle Farben, die wir brauchen. Wir haben hier oben unsere vier Formen, die zurechtgeschnitten werden. Und wir haben die grundlegende Kreisproduktion. Ich glaube, die gebe ich auch mal hier so ein Storage Room, damit wir schon mal einen Vorlauf haben an Teilen. Einfach damit wir das Lager haben. Okay. Die Sache ist, es wurde vorgeschlagen, im besten Fall zuerst färben, dann cutten. Das macht Sinn, weil man natürlich dann viermal so viel Zeug rauskriegt. Das heißt, wir müssen eine Färberstation... Wir müssen das Ganze erstmal zu einem Punkt bringen. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Wir haben die ganzen Funktionen hier, die ganzen Formen und wir haben das Farblager. Das müssen wir jetzt alles zu einem zentralen Ort bringen, an dem es verarbeitet werden soll. Gesagt wurde mir, mach es nicht zu weit weg vom Hub, weil natürlich sonst die Zeit, weil sonst viel Müll produziert wird. Das macht Sinn und wir sind relativ nah am Hub. Das ist nämlich hier. Da. Ich habe auch letztens schon alles gelöscht. Wir brauchen nur noch die Sachen für die Upgrades. Mehr wird nicht mehr produziert. Alles andere habe ich komplett gelöscht, damit hier ein bisschen mehr Platz ist. Und natürlich auch FPS. Ein bisschen freundlicher wird das Ganze. So. Dann fangen wir theoretisch an mit Färbern. Wir nehmen Doppelfärber, weil sie besser sind. Und müssen dafür ein Setup machen, das gut ist. Und wir müssen das alles in Reihe schalten. Anschließend cutten. So, ich würde sagen, wir fangen dann hier oben drüber mit den ganzen Gedöns an. Also gut. Wichtig ist, wir brauchen alles viermal, weil wir, wenn wir angefangen haben, das aus dem Hub rauszulesen, jede Layer einzeln analysieren müssen und von jeder Layer jedes Viertel. Das heißt, wir brauchen also alles viermal, mal vier, also 16 Mal. Wir brauchen 16 Mal, im schlimmsten Fall 16 Mal Quadrate, 16 Mal Ding, je nachdem, wie die Form aussieht. So. Das heißt, wir überlegen uns jetzt erstmal, wie das Ganze aufgebaut werden muss. Wir haben unsere Lager. Der verschiedenen Formen. So, gehen wir jetzt nur von Formen aus. Die werden befüllt. Aus unserem Zwischenlager hier unten. Da wird einfach immer nachproduziert, damit kein Mangel an Produkten ist. Dann muss ich irgendwie das Ganze steuern über ein Filtersystem. Das ist logisch. Das heißt, wir schalten vor jedem Ausgang einen Filter. Dass er nur zu einem bestimmten Punkt etwas ausgeben soll. Ansonsten soll er nichts machen. Da wir das Ganze aber mehrfach brauchen, müssen wir auf jeden Fall mit einem Verteiler arbeiten. So. Einmal muss er weg und einmal müssen wir ihn quasi zum nächsten Ding transportieren. Zur nächsten Lage, zum nächsten Viertel. Eventuell mit mehr Abstand, das muss dann geregelt werden. Da man für jede Ecke von jeder Lay immer nur eine Form haben kann, können wir das Ganze auf eine Spur bringen. Allerdings erst, wenn ich das hier richtig kopiert habe. So. Das heißt, ich kann ich könnte es hier hinsetzen. Oder ich arbeite hier mit einem weiteren Tunnel und schiebe alles nach rechts. Wir machen das eins oben drüber. So, wir können das auf eine Spur bringen.
weil immer nur eins von diesen vier Teilen befeuert wird. In der Theorie. Und das Ganze wird im Prinzip kopiert auf diese Ebene. Also wäre das vielleicht sogar schlauer, wenn man das hier raus immer holt. Das wäre das zweite. Die zweite Layer. Oder das zweite Viertel. Eventuell sollten wir ein bisschen mehr Platz einkalkulieren. Direkt. Bevor wir es zu kompakt versuchen. Und am Ende merken, wir brauchen mehr Platz für die Drähte. Da ich das Ganze hier möglichst auf einer Spur haben will. Zieh mir das alles nach da. Hier wird alles reingemacht. Wenn es rausgehen soll, wird das Ding aufgemacht? Nein, 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 das macht so keinen Sinn. Nee, das ist so Schwachsinn. Ich darf nicht aus dem Ausgang durchladen lassen. Ich muss von hier unten durchladen lassen. Das macht ja keinen Sinn. Hier unten muss der Verteiler rein. Ist ja Blödsinn. Der Verteiler muss hier unten eingeschlossen werden. Sonst komme ich ja nicht weiter. Hier muss der Aufteiler jeweils hin. Im Prinzip ist egal, welche Seite, aber damit wir einheitlich sind, nehmen wir immer die rechte. Hier am Ausgang wird aber entschieden, ob er raus darf. Das ist okay. Und das darf auch immer auf dieselbe Spur. Das ist das erste Viertel. So. Dann kann das hier... Muss allerdings auch zu den nächsten Vierteln immer gebracht werden, weil sonst hat er ja keinen Zugriff auf das Teil. Wenn ich es hier nach dem Ding schalte. Ich muss es vorher schalten. Sprich, hier immer rüberführen. Dann sind wir in der zweiten Phase. Da müssen wir wieder einen Aufteiler einsetzen, der wiederum in den Prüfer geht. So. Der geht jeweils in den Prüfer rein. Und wenn der Prüfer sagt, jawohl, in dem Viertel brauche ich diese Art, haut er das raus. Ansonsten geht das direkt weiter zum nächsten Prüfer. Ich glaube, so macht das Sinn. In der Theorie. So.
Und hier oben brauchen wir keine Tunnel mehr, weil das haben wir Viertel. Erste Lage, erstes Viertel. Erste Lage, zweites Viertel. Erste Lage, drittes Viertel. Erste Lage, viertes Viertel. Hier unten kommt der Nachschub rein, der jeweiligen Form, Farbe etc. Sagen wir mal, wir machen jetzt diese Form. Wir sind in der ersten Lage. Hier ist alles voll. Hier speichert sich natürlich dann alles von Windmühlen, Vierecken, Kreisen und Sternen. Das obere rechte Viertel der ersten Lage, sprich der unteren Lage, wird gesagt, okay, du brauchst Vierecke. An der Stelle, dann werden hier Vierecke rausgeballert. Nur die Vierecke kommen hier auf die Spur, die in der nächsten Lage gefärbt werden müssen. Das heißt, hier kommt eine Färber rein. Nachdem die gefärbt worden sind, werden sie geschnitten und auf die entsprechende Viertel rotiert. Das macht in der Theorie Sinn. Also, wir haben unsere Sammler. Ich muss mal ganz kurz ausschreiben. Dann haben wir Färber. Dann haben wir Schneider, die rotieren auf das jeweilige Viertel. Unten auf das obere rechte, dann unten rechts, unten links, oben links. Damit immer das Gleiche rauskommt. Oder das Viertel angepeilt wird, was er braucht, in der entsprechenden Farbe, in der er es braucht. Ich würde ja sagen, wir machen Folgendes. Wir schalten hier jetzt Mülleimer rein und versuchen, das für eine bestimmte Form, die wir einfordern, zu machen. So, wo haben wir denn unsere ganzen Formen? Okay, wir haben hier eine Form. Wir haben hier eine Form. Ich glaube, die anderen haben wir hier links, oder? Ja. Und wir hatten die Kreise irgendwo hier unten. So, wir machen jetzt einen kleinen Versuch. So, aktuell dürfte nichts durchgehen, weil die Filter nicht aktiv sind, oder? Genau. Keiner der Filter lässt durch. Das ist genau das, was ich aktuell will. Sehr gut. Anfängliche Theorie funktioniert schon mal. Okay. So, jetzt geht es darum, das auszulesen und richtig da anzuschließen. Theoretisch könnten wir das sogar mit der Form machen, die wir brauchen. Das heißt, wir gehen hoch zum Hub und ziehen uns erst einmal die Information. Die haben wir hier. Ach genau, ich hatte hier alles vorbereitet beim letzten Mal. Das ist meine Four-Layer-Auslesestation quasi. Und weil es halt aktuell nur zwei Lagen gibt, haben nur die unteren beiden die Werte, die sie wollen. Genau. So, ich muss mir nur merken, das hier ist die obere rechte Ecke der ersten Lage. Bekomme ich zwei Werte rein. Und die beiden Werte muss ich dementsprechend an meine Lager- und Färberstation. Eigentlich ist meine Farbgeschichte genauso aufgebaut wie das hier. Wo immer es sein mag. Wie das hier. Meine Farbverteiler muss genauso aussehen. Nur wenn es mir erlaubt wird, dass ich das brauche, haut er das raus. Also könnte ich das im Prinzip kopieren, nur um die weiteren drei Möglichkeiten anpassen und das dann gemeinsam zu den Färbern schicken. Ich glaube, das ist gar nicht mal so dumm. Ist es so schlau, das direkt nebendran zu bauen, ist die andere Frage. Ich tue einfach mal so, als wäre es das. Im Notfall müssen wir eben löschen. Ist ja nicht so, dass uns irgendwie Teile fehlen würden zum Kopieren. Wir haben davon ja noch genug. So. Der Abstand.
toll. Der Abstand war richtig, aber an der falschen Stelle. So, nochmal. Perfekt, jetzt haben wir hier die Farben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gucken wir doch mal, ob das in der Theorie ebenfalls Sinn macht hier. So, wir lagern jetzt auch die Farben da oben ein. Ich will aber, dass die Mischfarben gemeinsam sind und die Grundfarben gemeinsam sind. Damit das einfach direkt logisch strukturiert ist. So, wir bringen Weiß, bringen Violett, wir bringen Türkis, bringen Gelb. Nein, ich brauche den Tunnel. So. Die beiden hier rein. Dann haben wir hier blau, grün und rot. Das tun wir jetzt erstmal ins Zwischenlager bringen. Dann gucken wir mal. Problem ist da oben noch die eine Verbindung, sehe ich gerade. Aber wir müssen eh nach rechts, dann ist es okay. Und das hier. Ich glaube, die sind zu hoch angesetzt. Rot, grün, blau. Ich bin zu nah, oder? Ja. Um eins zu nah. Schade. Nicht perfekt, aber okay. So, hier passiert dasselbe. Er schiebt es durch, lässt allerdings nichts oben durch. Deswegen wird erstmal jeder Gang geflutet. Und sobald das nämlich nicht mehr geht, flutet er und füllt er das hier voll auf. Genau. Im Prinzip kann man jetzt hier hinten dran direkt eine Färberstation setzen. Wenn der Befehl durchkommt, müssen wir das hier noch richtig führen. Deswegen hätte ich das vielleicht ein bisschen verschieben müssen. Aber okay, man kann nicht alles haben auf Anhieb. Die Idee steht allerdings schon mal. Jetzt kommt der erste Test, damit ich das richtig verkabel. Dafür nutzen wir jetzt vom Hub
hier diese Geschichte. Aber wir fangen mit der unteren Station hier an. Und zwar nehmen wir zwei verschiedene Signale. Wir nehmen uns hier die Farbe und Form aus der einen Spur. Und wir nehmen uns die Farbe und die Form aus der anderen Spur. Damit wir zwei Unterschiede haben und sehen, dass er das da nimmt und das da nimmt. So. Wie weit kann ich da rauszoomen? So weit. Wohin muss ich? Ja, ich muss doch ein ganz gutes Stück runter, okay. Ich hoffe, dass ich links gleich die entsprechende Fabrik sehe. Ja. Das ist unsere andere Fabrik. Und ich bin noch nicht weit genug runter. Was natürlich nicht ganz so gut ist. Das Ganze ist anscheinend doch vielleicht ein bisschen weit weg von meinem Hub. Wenn ich mir das so ansehe. Und abgesehen davon habe ich hier auch die falsche Farbe genutzt. Wir schieben alles noch ein bisschen weiter nach rechts da oben. Das ist viel zu weit weg vom Hub. So. Wir werden uns das hier erstmal noch ein Stück nach da ziehen. Das sind die ersten Befehle, Informationen. Der ist richtig. Das sind die zweiten Informationen. Das hier abtrennen. So. Jetzt das hier runterhauen. Ja, für mich ist es eigentlich auch zu komplex. Ich versuche es aber mal jetzt im kleinen Rahmen hinzubekommen, um das Ganze dann auf den großen übertragen zu können. Ich erwarte nicht viel von heute. Da sehe ich was. Meine Sterne. Das heißt, ich sollte bis hierhin fahren können, oder? Ah, gut geschätzt. Sehr gut. Ich glaube, es ist egal, wie rum ich das mache. Ich kann aber das hier doch sicherlich so machen. Kopieren für nur 4500. Verdammt. Zu nah. Ich wollte es mir einfach machen und habe es damit nur kaputt gemacht. Deutlich vorbei. Immerhin ist das Geräusch einigermaßen beruhigend. So, hier musst du runter. Und dann schauen wir mal. So. Und jetzt wieder in den normalen Modus.
hierher. Bis ganz nach oben ziehen. Upsala. Und das hier ganz nach unten ziehen. Und das sind jetzt, glaube ich, Informationen für rechts oben und rechts unten. Oder? Weiß, Stern, Viereck. Ja, ich glaube, das ist rechts oben und rechts unten. Das heißt, rechts oben ist der untere Teil. Also müssen wir das, was da oben kommt, darunter verbinden.